Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer Objektiv richtig reinigen könnt und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer, allerdings gibt es da so ein paar Sachen, auf die man achten sollte und was das für Sachen sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Alles, was ihr zum Objektivreinigen braucht, sind hier so herkömmliche Wattestäbchen und ein Objektivreiniger. Bei dem Spray ist darauf zu achten, dass da kein Alkohol drin ist, weil Alkohol auf Dauer die Schutzschicht von eurem Objektiv kaputt machen würde. Ja, dann können wir jetzt eigentlich auch schon loslegen. Ich habe den Reinigungsprozess an sich schon vorher aufgenommen auf Video und da könnt ihr einfach mal sehen, wie das Objektiv vorher aussah. Also ihr seht eine ganze Menge Fingerdatscher, Staub und sowas dran, was alles ganz normale Sachen sind, die einfach mit der Zeit auf so einem Objektiv landen. Und die wollen wir jetzt alle entfernen. Der erste Schritt ist, dass ihr einen Spritzer von diesem Spray direkt auf die Linse sprüht. Das Ganze verteilt ihr dann erstmal in Kreisbewegungen mit eurem Wattestäbchen. Es kann sein, dass da so ein paar Fusseln von dem Wattestäbchen auf dem Objektiv hängen bleiben. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil die werden später noch wegpoliert. Also erstmal verteilen und das Ganze dann so ein paar Sekunden einwirken lassen. Nach ein paar Sekunden Einwirkzeit fangt ihr dann an, auch wieder in Kreisbewegungen mit der trockenen Seite von dem Wattestäbchen das einfach trocken zu reiben. Jetzt werdet ihr vielleicht feststellen, dass es total schmierig und ungesund aussieht da oben drauf. Da müsst ihr aber einfach weiter polieren. Falls ihr feststellt, dass sich da nichts mehr tut, dann nehmt einfach ein neues Wattestäbchen, ein neues trockenes Wattestäbchen und poliert weiter. Wenn ihr etwas härteren Dreck da drauf habt, könnt ihr ruhig auch so einen leichten Druck damit aufüben. Alle Objektive haben eigentlich so eine Schutzschicht, die Objektive vor Kratzern schützt. Und das heißt also, ihr könnt wirklich so einen leichten Druck aufbauen. Davon geht das Objektiv nicht kaputt. Jetzt könnt ihr noch am Rand vom Objektiv die letzten Spuren von dem Reiniger rausreiben und einfach noch weiter polieren. So lange, bis einfach nichts mehr da ist und dann sollte eigentlich auch bald euer Objektiv wieder wie neu aussehen. So, dann seid ihr jetzt auch schon fertig mit der Frontlinse. Das Ganze funktioniert auch genauso mit der Rücklinse. Das Gute an so einem etwas teureren Objektivspray ist einfach, dass ihr da nochmal so eine antistatische Schicht drauf bekommt. Das heißt, Staub wird einfach viel, viel weniger hängen bleiben im Vergleich zu vorher. Ich habe mein Spray auf Amazon gekauft, das von B+W, die stellen auch ziemlich hochwertige Filter her. Ihr findet so Sprays aber auch genauso gut in jedem Fotogeschäft oder sowas, also das sollte kein Problem darstellen. Ja, mit so einem guten Objektivspray könnt ihr das im Prinzip so oft machen, wie ihr wollt. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, das nur so oft wie nötig zu machen. Also wenn ihr jetzt nur zwei Staubkörner drauf habt, lohnt es sich wirklich noch nicht, das Objektiv zu reinigen. Da hätte ich einfach viel zu viel Angst, dass wirklich auf Dauer irgendwann mal diese Schutzschicht abgeht. Aber eigentlich kann da nichts passieren. So, dann jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Hier bei dem Spray darauf achten, dass da kein Alkohol drin ist, um die Schutzschicht nicht kaputt zu machen. Dann mit einem Wattestäbchen in Kreisbewegungen erstmal alles auftragen. Dann mit der trockenen Seite vom Wattestäbchen das Objektiv wieder in Kreisbewegungen trocken polieren. Und dann sieht euer Objektiv eigentlich wieder so aus. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und das Video hat euch gefallen. Falls ihr Interesse an diesem Objektivreiniger habt, ich habe euch den Amazon-Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr mal reinschauen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.